Redexe, Gebäude, Freunde, willkommen zu einer weiteren Pasmophobia Versus. Diesmal Tim und diesmal mit der Schwierigkeitsstufe Mittel und dem Tanglewood Street House. Sagen wir, öffnen mal den Truck und legen los. Doch das erste Haus, das sie jemals hatten in Fasbo. Alter, ist das dunkel. Ach, das ist das Haus. Och nee. Ja, ich hätte auch schon stehen wollen, das Haus. Denkt dran, Intermediate, das heißt, wir müssen die Breaker erstmal anschalten, bevor wir Wärmesignale testen können, so richtig. Breaker ist sogar aus bei mir, perfekt. 20 Grad. So, dann haben wir jetzt mal hier das an. 4 Grad haben wir drin. Was? Nee, okay. Oder? 4 Grad? Direkt? Nee, es hat sich wieder umgeschaltet. Wahrscheinlich. Ja, nee, 19 und so. Ah, das ist vielleicht eine Paranormalie. Paranormal. Anomalie? Paranormal. Es wird sowieso wieder am Ende im Keller sein. Ah, ich glaube. Obwohl, unwahrscheinlich. Also, ich habe die meisten Geister aber auch oben in diesem dämlichen Badezimmer bis jetzt. Echt? Ja. Also, bis jetzt warten wir die meisten Geister oben in dem Badezimmer. Bei mir war es immer Keller oder Dings. Das Zimmer da, das Kinderzimmer oder Schlafzimmer. Gibt ja jetzt auch so komische Geister. Geistergegenstände, die man jetzt haben kann. Ja? Ja. Aber da habe ich nicht gelesen, was die machen. Ich glaube, das ist ein ziemlich wichtiger Punkt. Ah, ich habe einen Knochen gefunden. Super, nehm ihn auf. Vielleicht errätst du den Geist. Kriegst du was extra Geld? Kappa. Heb ihn noch auf. Ich muss extra crouchen, ich glaub's nicht. Ja, aber leider ist hier nur 21 Grad im Keller. Ja, 20 Grad. Was heißt hier leider? Das ist gut, wenn ihr hier nicht ist, weil. Oh, warte mal, kann man sich überhaupt heiden hier irgendwo? Ne, wenn der Geist handelt, bist du einfach gebumst. Ja, dann bist du am Arsch. Perfekt. Oh, 8 Grad. Ach, 3 Grad. Klar. Okay, hab's. Gib mir ein Zeichen. 9 Grad. 11 Grad. Komm schon. 8 Grad. Ab wie viel war das denn? 7 Grad. Ich glaube schon hier. Okay, wenn du glaubst, mach. Oh, die Tür war offen. Also das kann ich ja erstmal hier mit nix anfangen. Obwohl, die Tür hier ist offen. Hast du es auch gerade gesagt? Ja, bei mir war auch die Tür offen, aber... Ich bin gerade eingetreten und ich habe so Geräusche gehört. Wie von wegen, kennst du das, wenn du auf so eine Blechdose haust? What? Ja, richtig seltsam. Der Geist hat schon eine Aktion mit dir gemacht, das ist aber gut. Da weißt du, dass er in der Nähe da ist. Obwohl, die Map ist so klein, der ist überall in der Nähe. Let's be real hier. Ach toll, und gerade wo ich rausgehe, hohe Aktivität. Toll. Sagt. Ja, okay, also... Gefriertemperatur würde ich ja merken, wenn er haucht. Also kommt das erstmal weg. Dann würde ich sagen, ich nehme jetzt mal hier die das Buch schon mal mit. Ah. Ja. Und die Cam EMF nehme ich gleich, weil jetzt sind ja keine Aktivitäten. Hoffe ich jetzt mal, bleibt das so. Where are you? How old are you? Ja, geht nicht. Na super. Oh, er hat was rumgeschmissen. Oh, er hat die Kamera, nicht Kamera. Der Geist hat sich mir gerade gezeigt. Schreibe etwas ins Buch. Er hat noch hohe Aktivitäten, der Geist, fuck. Okay, er hat das Radio angemacht. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich hatte gerade so ein bisschen, wie heißt das jetzt? Kälte? Eiseskälte? Keine Ahnung, wie nennt man das jetzt? Im Minusbereich auf jeden Fall. Ich habe meinen Hauch gesehen, meinen Atem, glaube ich. Oh, der hat die Tür zugemacht bei mir. Where are you? Dich nehme ich mit. Und dich nehme ich mit.
Geister aus. EMF 5 habe ich. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Where are you? Also ich habe jetzt alle meine Items im Raum. Geh nicht mehr raus, bis ich den Geist gefunden. J. Beweise. Hat er denn mit dir schon Gib mal mir ein geredet? Zeichen. Nee. Hm. Where are you? Wo bist du? Schreibe etwas ins Buch. Schreibe etwas ins Buch. Oh, er hantet. How old are you? Glaube ich nicht. Ist ein bisschen früh. Er war kurz da, keine Ahnung. Nee, Hans war nicht, weil die Tür ist auf. Okay, Also ich weiß ich aber. verstehe es nicht, er macht nichts mehr gerade. Ich habe jetzt Dots hingemacht. Ich habe ins Schwarzlicht geguckt, keine Fingerabdrücke. EMF habe ich schon. Gefriertemperatur habe ich auch schon nachgeguckt. Ich kann nichts mehr machen eigentlich gerade. Gib mir ein Zeichen. Bin fertig, tschüss. Hab's geschafft. Was ist denn? Was war die Er ist durch zuletzt? Dotsdings gerannt. Ja, aber du hast doch nur eine Hab einen Sache. Geist gesehen. Das ist ja nur eine Sache. Gib mir ein Zeichen. Komm, bitte, mach einfach keine Faxen. Es muss eigentlich stimmen. Es muss stimmen. Oni. Und? Oni! Hast du es geschafft? Hab's geschafft, Oni! Dots ist halt gerade am Ende durchgerannt. Danach hatte ich Gefriertemperatur am Anfang schon und EMF5. Geil. Ah, Geht naja, doch. lag. Ich war schneller als du, Okay, Kammer. ich habe meine Weißt Fresse und ihr seht es, Leon hat sich noch. Ah! Ich weiß, was es sein könnte. Deswegen ich das nicht sehe. Wenn dieser Geist ist. Wenn das Problem ist, wir haben einen Geist, da hast du automatisch verloren. Da hast du automatisch verloren, wenn du den bekommst. Dann siehst du nämlich nur durch die Kamera im Haus. Es gibt viele. Nein. Den einen Geist kannst du nur durch die Kamera sehen. Echt? Wie kannst du dir sowas merken? Nee, ich merke mir, was die Spastis merke ich mir. Aber waren Oni nicht irgendwie scheiße oder so oder Uni war gewalttätig? easy. Nee, Uni Echt? ist gewalttätig, hast recht, der kann schon auf 50% haben, wenn du den abfuckst. Ah, okay, cool. Er hat mit mir interagiert, ne? Nur nicht wirklich so, ne? Ja, so keine Ahnung, vielleicht eine Tür auf. Ja, so sagt. So, man hört Geräusche wahrscheinlich. Fingerprints. Weiß ich, Aber ich habe das Gefühl, ja. dass er jetzt erst diese Scheiße gemacht hat, ist das zeigt einfach, was für ein Hurensohn der. Alter, jetzt erst hat er die Tür aufgemacht, hat Fingerprints bekommen. Banshee. Ich habe das Banshee. Gefühl, der wollte mich weglocken, weil ich bin ins Schlafzimmer gegangen und danach ging die Tür im Kinderzimmer, glaube ich, auf. Und dann bin ich ja da reingegangen. Und dann war im Kinderzimmer ein anderes Geräusch. Deswegen, ich wäre fast im Kinderzimmer geblieben. Freezing Temperatures hätte ich bis jetzt gemerkt, glaube ich. Da ist Dots. Also Gefriertemperaturen habe ich echt spät bemerkt. So, weil das wirklich, also wirklich tief unten war. Also am Bauch quasi, Bauchregion. Und ich dachte immer, das wäre einfach vom Licht irgendwie. Temperatures war bei dir spät, sagst du? Spät und ich hab's nicht wirklich. Also normalerweise hat man es ja immer vor seinem Gesicht gesehen, ne? Dass das aus dem Atem so, ne? Ja. Aber jetzt nicht so. Ich hab's quasi in der Bauchregion, wenn ich nach unten geguckt habe, erst gesehen. Ich weiß nicht, ob die jetzt da was neu gemacht haben oder so. Aber ich habe am Anfang gedacht, das wäre nur Licht gewesen. Deswegen habe ich es am Anfang nicht angekreuzt. Muss mal drauf achten.
Es zeigt sich mir aber crazy oft. Dieses Dots-Ding ist die hässlichste. Weißt du, Dots kann so easy sein. Dots kann so schwer sein. Weil Ja. manchmal bewegt sich der Geist einfach nicht dadurch. Und wenn er das nicht macht, dann hast du es einfach gefickt. Ja, meiner ist gerade so richtig dumm da durchgerannt. Also so wirklich, ich renne im Kreis quasi. Weißt du, ich tippe mal, es ist eine Banshee, weil das passt auch auf die. Hantu wäre, wenn nochmal ein Hantu wäre, Freezing Temple des Tetschgebirges. Ne, es hätte gemerkt, es ist der Banshee. Weil die Banshee ist aggressiv. Scheiße. Ja, das Problem ist, du bist irgendwo vom Geist abhängig, wie sehr der mit dir interagiert, ne? Ja, das auf jeden Fall. Deswegen, ne? Ich tippe mal, es ist eine Banshee. Wenn es ein Hantu wäre, wäre es seltsam, weil Freezing Temperatures merkt man sehr schnell eigentlich. Und was? Eine Obake? Okay. Hä? Hä? Warte, ich mache mal kurz einen Job, weil ich will jetzt wissen, was Nubako nochmal war. EMF5, Alter, was ist das hier? EMF5, Digga. Weißt du, was ich frech finde? Dieser Bastardgeist, ne? Ich habe auch Sachen, also erstmal hat Sachen durch die Gegend geworfen, EMF3. Er hat Sachen, ne? Lichtlampe an und ausgemacht, EMF3, alles EMF3. Was passiert? Ist ein Geist. EMF, Dingsbums, EMF5. Egal, würde ich sagen, dritte Runde geht an dich. Zweite Runde geht an Zweite. dich.